Hi und herzlich willkommen hier bei Jamflix. Ich sitze hier wie immer mit dem David. Hi Daniel. Aber heute ist alles ganz anders. Wir machen keinen gewöhnlichen Talk, so wie es hier eigentlich schon wieder aussieht, sondern wir werden heute einen Mix-Talk machen. Wow, haben wir uns schon wieder was Neues ausgedacht? Wie krass sind wir eigentlich? Ich bin auch ganz beeindruckt von uns. Ja, das möchten wir auch einfach kurz festhalten hier. Das heißt, wir wollen heute ein Mixdesk in Logic öffnen und dann am Screen, am Bildschirm den mit euch einmal durcharbeiten. Was ist da passiert? Wir werden heute mal mit einem Desktop von diesem Mann anfangen. Das ist aber nicht David, sondern das ist sein alter Ego, David Navery, Genau. der gerade den Song Still. Still. Einfach nur still. Still? Das ist der Song, über den wir jetzt reden. Ja. Wir werden von David das Projekt Still angucken. Ein Song, den du ungefähr im Februar diesen Jahres veröffentlicht hast. Genau, ungefähr 3 Monate alt, ja. Ich habe mir sagen lassen, der läuft ganz gut auf Spotify. Ist okay, Ja. auf jeden Fall. Kann ich gut mitleben, Kannst du gut mitleben, ja? Ich hoffe auch, du kannst gut davon leben. ja. Ja, das wird sich zeigen, ja, ich hoffe. Also, erzähl doch nochmal bitte gerade 2 Sätze zu dem Projekt David Navery. Das bist du mit einer Gitarre. Ja, so prinzipiell. Das ist mein Solo-Projekt. Also als Singer-Songwriter, ja, veröffentliche ich seit boah, vielen Jahren, seit 2014, glaube ich, Musik. Und das ist meine letzte Single. Ja, bei einem britischen Label erschienen. Bin ganz happy, wie es bisher läuft. Und den Song gucken wir uns jetzt einfach mal in Logic an. Und dann gehen wir mal durch, was da so für Elemente drin sind, wie die klingen, wie die gemischt sind und. Ich glaube, da kann man einiges zu erzählen. Wie bist du an ein britisches Label gekommen? Ja, Ein in britisches Label. Pandemiezeiten, ne, hat man ja die Möglichkeit, per Zoom Leute kennenzulernen. Und ja, die haben mir irgendwann Promotion angeboten Ja. für die Single davor, für Head Tied Up. Und über die habe ich letztendlich dann die Single veröffentlicht. Und es soll auch noch mehr folgen in diesem Jahr. Also ich bin gespannt. Okay, dürfen wir noch einiges von David Navery erwarten in diesem Jahr? Ja. Ich möchte mal sagen, ich ordne das Ganze in die Musikrichtung Folk ein. Ja. Das ist Folkmusik, Ja. ganz klassisch, ganz traditionell, oder? Na, eher so ein bisschen in Richtung Indie-Folk, ein bisschen modernerer Touch, ein bisschen poppiger vielleicht. Man könnte es auch als Singer-Songwriter Folk-Pop bezeichnen, irgendwie so. Ja. Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt zum groben Ablauf. Wir gucken uns das Projekt an. Du hast alle Sachen zu Hause in deinem Homestudio aufgenommen. Da Genau. gibt es auch ein Video zu deinem ganzen Equipment, was du benutzt. Das verlinken wir jetzt auch mal wieder irgendwo hier oben. Kann man mal drauf gucken. Da sieht man, mit welchem Equipment der David zu Hause generell aufnimmt. Und das ist auch das Equipment, Ja. was mehr oder weniger dort zum Einsatz gekommen ist. Genau, prinzipiell nur ein Mikro, ein altes Interface und ja, mein Computer und meine Gitarre. Welche Gitarre spielst du? Eine Sigma GJA SG 200. Ich hoffe, die Modellbezeichnung stimmt, aber findet ihr in der Videobeschreibung einmal. Okay, und die nimmst du irgendwie aus speziellem Grund? Warum hast du die in deinen... Das ist eine Jumbo-Gitarre. Also ein sehr großer Korpus, hat einen schönen, warmen, bassigen Klang so. Sehr viel Volumen irgendwie, Wärme und gerade bei so Songs, wo die Gitarre im Vordergrund ist, wo die einfach viel Raum einnehmen darf auch im Mix, finde ich die eigentlich ganz cool so. Ja. Okay, schön. Gut, das heißt, wir switchen jetzt auf den Monitor. Wir gehen jetzt ins Studio rüber, switchen dann auf den Monitor und werden mit euch einmal durch das Projekt wandern. Vergesst nicht, diesem Video ein Like zu geben. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Wollt ihr, selbstverständlich wollt ihr, noch mehr Videos zum Thema Mixing haben? Das hoffen wir doch. Wenn nicht, schreibt es gar nicht rein. Wir werden definitiv mehr Videos zum Thema Mixing auf Dauer machen. Wir finden das nämlich super spannend. Und ich glaube, da werden wir einiges Interessantes finden nachher, wie du deine Projekte aufbaust. Und ich glaube, das wird auch ziemlich viele Leute bei uns hier interessieren, weil es ist im Endeffekt, die Basis deiner Songs ist im Endeffekt Gitarre und Gesang.
Ja. Und da kommt noch ein bisschen Schlagzeug dazu, aber es ist jetzt keine aufgeblasene Pop-Produktion, keine EDM-Produktion oder nicht eine Hip-Hop-Produktion, wo es dann nur um Drums oder sowas geht. Es geht hier wirklich, steht die Gitarre im Vordergrund. Im Five on Still ist sogar komplett ohne Drums. Eigentlich das einzige Drum-Element sozusagen ist ein Crash-Roll. Also wir haben gar kein Beat in dem Sinne, nur eben eine rhythmische Gitarre, die das alles zusammenhält irgendwie. Super cool. Ich bin mega gespannt. Wir switchen jetzt auf den Monitor und sehen uns gleich im Studio. Yeah. Also das Ganze hast du in Logic Audio gemacht. Mhm. 85 BPM. Jo. Genau. Ist auf Klick gespielt alles? Ist alles auf Klick gespielt. Okay. Auf jeden Fall. Also ich glaube, so der erste Bestandteil, den wir uns mal anhören können, ist hier also die Gitarre. Also wir springen jetzt mal direkt rein in die Akustikgitarre. Genau. Erzähl mir noch mal ganz kurz was zu deiner Akustikgitarre. Die hast du einfach zu Hause aufgenommen mit dem Mikrofon? Ja, genau. Mit meinem Gesangsmikrofon. Es ist relativ alt, es ist von Fame, also wirklich ein ganz, ganz Low-Budget-Mikrofon. Auch das Video haben wir, ne? Ist in der Beschreibung, verknüpfen wir das mal. Genau, und damit habe ich die aufgenommen. Das ist eine Sigma, den Modellnamen habe ich jetzt gerade gar nicht parat, aber können wir auch einnehmen. Der unsere Videos kennt, hat auch schon deine Sigma gesehen, bestimmt. Die kennt man, genau. Die kennt man schon. Die mit dem schönen Blumenmuster drauf. Ja, die habe ich aufgenommen. Klingt sehr clean, sorry. Ja. Ja. Ich glaube, mit Capo im dritten Bund. Mhm. Also eine nicht allzu hohe Lage, damit die noch so ein bisschen Wärme hat, ne? Ein bisschen Bassanteil auch hat. Und da sind unzählige Equalizer drauf gewesen. Die sieht man jetzt hier leider nicht mehr, weil das ist schon die gebounzte Version für den Mixing Desk. Ne? Also wir sehen hier nur noch so den letzten Touch-Up von der Gitarre. Von anderen Instrumenten können wir da mehr sehen. Wie viel schiebst du an so einer Gitarre? Viel. Ja? Viel. Also die ist jetzt, ja, also ich darf es so sagen, sie ist jetzt nicht so 100% eingespielt. Sie stimmt wahrscheinlich beim Einspielen, aber du, ja, du spielst du sie komplett ein? Nee. Ich habe die, also mache ich mal so, aber bei der habe ich es wirklich so blockweise aufgenommen, immer so ein 4 bis 8 Takte Loop ungefähr und da dann auch nochmal zig Takes und die besten irgendwie kombiniert, die besten Takes und dann aber in sich nochmal geschoben, weil du hast manchmal, auch wenn du beim Spielen nicht merkst, dass du mal aus dem Takt fliegst, wenn sich das trotz, also schon konstant anfühlt, aber es nicht genau auf dem Klick ist. Wenn du mal ein bisschen mehr laid back, mal ein bisschen vorgezogen spielst, unbewusst, sag ich mal, dann passen die Takes nachher nicht so zusammen. Also musst du trotzdem sehr, sehr viel schieben. Ne? Ich habe da ja bestimmt pro Takt 3-4 Schnitte. Also das ist schon ein Wust gewesen, ja. Sind das jetzt schon mehrere Gitarren oder ist das nur eine Gitarre, die einmal durchspielt? Das ist eine Gitarre mit einem Mikro aufgenommen, also Mono auch, dann natürlich nachher Stereo gemacht. Ne? Ja, genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Mhm. Warum ist die Stereo? Ja, wegen Effekten und Hall Stereoizer. Und du hast da schon so einen Hall drauf, oder was? Genau, also da ist Valhalla Vintage Verb drauf. Das sehen wir jetzt hier nicht das mehr. Das sehen wir nicht mehr, aber wir sehen hier den Stereo. Okay, cool, ja, sehr cool. Macht es alles ein bisschen weiter. Klingt genau. Sehr, sehr warm, sehr tight. Ja. Und sauber irgendwie. Sauber. Ja, ist immer ein weiter Weg. Ne? Also wenn ich die einspiele, klingt die wirklich bei weitem nicht so. Okay, aber gut. Aber ja. Etwas Editing, ein bisschen EQ und Processing und hier klingt sie schon für mein Gehör gerade sehr, sehr gut. Mhm. Hast du noch eine Gitarre oder ist das? Das ist die einzige Main-Gitarre. Die einzige Gitarre spielt. Dann müssen wir noch einmal im Refrain hören. Jo. Klingt super clean, super aufgeräumt, stört nichts dran, die Anschläge sind sauber. Mhm. Also super, super, schön. Ja, also es sind wirklich bestimmt 11 Equalizer drauf gewesen. Okay. Ja gut, du nimmst das ja zu Hause bei dir in einem nicht ganz perfekt bearbeiteten Raum, da ziehst du dann wahrscheinlich viel raus einfach, ne? Ja, und so Gitarren sind sowieso mit Resonanzen, kennst du ja.
da kannst du immer noch mehr rausziehen. Irgendwann wird es auch zu dünn, da muss man auch aufpassen. Aber ich ziehe da immer so unendlich viele Resonanzen raus, bis die so rund klingt. Das ist, glaube ich, einfach so eine Fleißaufgabe auch. Ja. Was kommt denn jetzt danach, wenn du jetzt so eine Gitarre, das wird ja auch, ist ja vielleicht dein Originalansatz gewesen. Mhm, ja. Du hast so angefangen. Und was kommt jetzt? Kommt schon ein Gesang jetzt? Danach habe ich den Gesang tatsächlich schon aufgenommen, glaube ich. Vielleicht habe ich noch so ein Klavier im Refrain schon dazu gebastelt. Lass uns doch mal den Gesang reinhören. Ja. Gerne dazu. Ja. Oh, schnell Melodyne aus. This house been burning ever since I met you. Okay, sehr, sehr ruhige Vocals, aber auch hier ist schon ordentlich Bearbeitung drauf. Auf ne? jeden Fall. Das, was man da sieht, ist wirklich auch nur noch das, das Endmixing. Ne? Da habe ich noch so ein bisschen hier korrigiert. Waren wahrscheinlich ein bisschen zu viel Tiefen noch drin. Und die S-Laute oder irgendwas wird das hier sein. Ne? Und dann auch nochmal Stereo gemacht. So, das mache ich eigentlich immer. Am Ende erst, wenn man irgendwie abschätzen kann, dass man nicht alles Stereo macht, sondern ne, nur die Teile, die dann wirklich Stereo sein sollen, weil sonst ist der Mix ja auch manchmal wieder matschig. Also wenn alles breit ist, dann hast du ja manchmal keinen Fokus in der Mitte mehr. Ne? Das ist auch nicht so gut. Also hier ist ganz, ganz viel Fokus auf den Main Vocals und auf der Akustikgitarre. Ne? Genau, bei den Main Vocals muss ich auch so ein bisschen tricksen, weil hier am Anfang, das ist noch sehr tief. This house been dabei mal den Equalizer aufmachen. Da sieht man dann schon so die Problemstellen in den Frequenzen. This house been burning. Yeah. Der Bereich ist ja immer so der sag ich mal, Vocals im Mix entweder matschig macht oder wenn du da zu viel wegnimmst, dann zu dünn. Ne? Und das war bei der Lage, in der ich da gesungen habe, weil ich sehr tief singe, echt eine Friemelei. Also da habe ich ständig hoch und runter geschoben und mehr und weniger gegeben. Aber musste irgendwie sein, weil der Refrain habe ich auch in mehrere Spuren dann unterteilt. Und der Refrain ist eben deutlich höher. Soul on fire. Will you come inside? Ja, also immer noch relativ chillig gesungen, aber halt von der Lage her schon woanders. Also das war da so ein bisschen die Schwierigkeit, aber ja. Und den Hall hast du schon rein in der Spur drin. Das heißt also, das ist ein späterer Desk. Du hast da schon ganz viel gearbeitet und hast es dann noch hier reinge... Genau, das ist im Prinzip wirklich das Stem-Mastering oder Mixing. Ja. Bei den Instrumenten habe ich hier auch, also die VST-Instrumente, können wir uns gleich angucken, da liegen hier auch noch die MIDIs drin. Aber darüber sind die als Wave dann? Genau, die sind schon gebounced, ja. Wir können ja mal so das nächste Hauptinstrument vielleicht dazu schalten, dann bleiben wir erstmal nur damit und machen mal das Klavier dazu an. Ja, was aber auch nur im Refrain spielt, ja? Ja, es gibt verschiedene Klaviere. Es gibt auch noch eins für ein Verse, das Akkorde spielt und dann gibt es noch das Atmo-Klavier. Also drei verschiedene Klavierspuren sind es. Das Main-Klavier ist aber das hier. Okay, schön. Also die Drop-Melodie quasi. So ungefähr, ja. Die Drop-Melodie für das Ganze. Ja, cool. Ja. Also das macht natürlich, ist der Refrain, ne? Das ist der Refrain, so ein bisschen die Hook-Melodie, die nach, so Post-Chorus-mäßig da reinkommt, ne? Und dazwischen noch so kurze Einschübe vom Gesang, ne? Ist echt gespielt, aber auch quantisiert. Ist echt gespielt von meinem Kollegen Nick, genau. Mit dem habe ich das die Melodie entworfen quasi. Und die ist überall quantisiert, auf jeden Fall. Also da sitzt schon alles genau im Takt, weil die Gitarre ja auch genau auf Takt geschoben ist und da gibt es wenig Spielraum. Dann, wenn das Klavier dann nicht perfekt ist, dann ist es irgendwie auch blöd. So. Ja. Hier im Intro kommt dann dieses Klavier auch schon mal vor, wird so ein bisschen angeteasert in leise die gleiche Melodie. Okay. Ja.
Prinzip das gleiche wie hier, nur halt ohne die Akkordgrundlage, sondern okay. wirklich nur die, Melodie, die Liedmelodie quasi. Ja, schöne Melodie. Sehr schön. Ja, hat der Nick auch einen rausgehauen, war ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Genau, was gibt es noch? Es gibt noch eine Electric Melodie. Ja, die können wir uns auch mal anhören. Pro-Akkord eigentlich nur einen Ton. Und die kommt auch wirklich aus der Dose, ja, die Gitarre? Die ist zum Teil aus der Dose. Das ist die MIDI von einer, was war es? Einer Contact-Gitarre, ja, genau. Und hier sehen wir, die Melodie ist ganz, ganz basic. Ne? Also ich habe wirklich pro Akkord eigentlich nur einen Ton, damit das Ganze nicht die Vocals stört. Weil, ja, während die Vocal-Melodie da so viel Fokus irgendwie einnimmt, macht mehr keinen Sinn, fand ich so. Okay. Weil das dann irgendwie Overkill wäre. So, macht aber eine geile Atmosphäre, schön sphärisch. Schön. Ja, genau, hat viel Hall auch. Ja, super, schön. Hier den Hall können wir hier auch mal zeigen. Du bearbeitest das Ganze dann aber auch immer noch mal als Audio, oder? Weil da ist jetzt auch noch mal geschnitten. Ja, ich habe in der Audio dann so ein bisschen die Anschläge so ein bisschen runtergemacht, weil mir die Gitarre so einen harten Dong-Anschlag hatte. Mhm, und ich wollte aber, dass das noch weicher wird. Und dann habe ich hier so ein bisschen Fade-Ins gemacht und so. Ja, so viel dazu. Das ist so die Begleitungsgitarre. Und dann haben wir hier noch ein Pad. Was Akkorde spielt, ja. Genau. Also das sind ganz basic Akkorde. Wahrscheinlich noch nicht mal Mischakkorde. Nee, das sind reine Akkorde. Und nicht mal einen Mischakkord, nicht mal dafür. Ja, es ist selten, dass ich so ganz basic Akkorde reinhaue. Ja. Normalerweise mache ich immer irgendwie so ein Major 7 raus oder sowas, damit es ein bisschen Flavor im Hintergrund gibt, aber hier diesmal nicht. Diesmal ist es ganz basic. Ja. Okay, schön so. Synth-Strings, ja? Genau, die sind auch noch mit drin. Das ist eine String-Melodie. Die spielt auch noch mit. Ja, das gibt nochmal für den Refrain so ein bisschen Größe, ne? Ein bisschen Weite irgendwie dazu. Mhm. Ja, hier oben haben wir noch den Bass. Auch aus der Dose. Und ich feiere ja sehr, dass ein Kashmir-Sample es in deine Folk-Produktion geschafft hat. Ja, ja, ja. Die Kashmir-Transition. Das ist Gold wert. Das habe ich in fast jedem Folk-Song von mir, habe ich den, um den Refrain zu eröffnen. So ein Crash-Roll. Sehr schön. Kashmir, ganz bekannter EDM-Producer, der ganz erfolgreiche Sample-Packs auf Splice und sonst wo. Genau, würde man nicht denken, dass das in Akustikmucke packt, aber passt. Aber ja, es ist. Hier ist nur ein Kompressor drauf, das ist jetzt nicht so spannend. Okay, hast du relativ viel weggecuttet. Genau, ich habe einen EQ drauf, um den noch weicher zu machen. Ne? Also, das, was noch da ist. Das, was noch da ist, klingt gut, finde ich. Und der Bass? Der Bass? Ist der Liverpool-Bass aus Logic. Ganz genau, das ist ein Original Logic, Logic Sampler Plugin. Und die MIDI ist auch ganz, ganz simpel. Ich habe wirklich nur die Grundtöne hier laufen. Das klingt dann in der Endbearbeitung so. Ja. Bass halt, ne? Okay, Grundtöne, ja. Genau, wirklich nur die Grundtöne. Ich habe ein bisschen was versucht an der Bassline zu machen und bin immer wieder dazu zurückgekommen, dass einfach nur die Grundtöne da drunter liegen müssen, damit man einfach den Eindruck hat, das Klavier und die Gitarre hätten mehr Wumms. Eigentlich gar nicht so als eigenes Instrument, so, ne? Sondern nur so zum tiefen Enhancement quasi. Okay, ja, sehr organisch dadurch. Cool. Ja, ja, genau. Ist ja natürlich ein echter Bass-Sound, jetzt kein Synth-Bass oder so. Also der simuliert einen echten Bass, ne? Okay, echt die One-Man-Band, ja?
Okay, das Klavier hat noch jemand anders gespielt und alles andere hast du eingespielt. Dann gibt es noch Backings, die kann man vielleicht mal zeigen hier im Refrain. Break a line, with your soul on fire, will you come inside? Sehr cool. Waren jetzt natürlich ein bisschen leise im Vergleich gerade zur Gitarre. Genau, ich kann die auch noch einmal so abspielen. Das ist eine Mischung aus einer Spur, die ich aus der Hauptspur mit Melodyne in eine Zweitstimme getunt habe. Deswegen klingt die auch so Autotune-mäßig. Mhm. Und darüber liegt noch eine, die ich extra nochmal eingesungen habe, aber nur für den zweiten Chorus, diese etwas lautere, geschrieene quasi. Die wollte ich im ersten Chorus noch nicht drin haben, da ist nur diese gemelodinte quasi. Mhm. Und ja, dann ergibt es im Prinzip am Ende eine Three-Way Harmony, also einen ganzen Akkord, wenn man so will, ne? Okay, klingt sehr gut. Und dann gibt es noch Backings, die meine Mom eingesungen hat. Ja. Okay, da ist ja schon einen richtigen Stem-Mix. Genau, da ist auch noch ein ganzer Chor von ihr hinter, der nur A-A singt. Das, schön, hat's gut gesungen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen durch den Wolf gedreht, aber... Genau. Insgesamt dann mit einer Stimme. Break a line, with your soul on fire, will you come inside, are you still mine, when the dawn is closer, ja, die machen viel her. When the day gets older, will you think it over, are you... Ja. Sehr, sehr schön. Schön, cool. Genau, dann gibt es noch eine Ambience und dann sind wir im Prinzip schon durch das ganze Projekt durch, glaube ich. Ja, dadurch, dass du das natürlich jetzt hier in so einem Stem-Desk alles nochmal hast, was ich auch immer sehr gut finde, am Ende alles nochmal auf wenige Spuren zu reduzieren, wird das Ganze natürlich sehr übersichtlich jetzt gerade, ne? Genau, also es gibt wirklich nur noch 20 Spuren hier drin, dabei manche auch schon wechseln. Es sind, glaube ich, 10, 12 Stems gewesen nur noch, ne? Okay, ja. Hier ist am Anfang noch so ein Ambient-Sound. Den habe ich tatsächlich selber recorded. Das ist eine Raststätte in Frankreich. Okay, ja. Ich dachte mir schon südlicher als hier. Ja. Genau, also im Prinzip so ein bisschen, so ein paar Gespräche und vorbeifahrende Autos in der Mischung so. Fand ich ganz cool fürs Intro. Das liegt relativ laut auch unter der Gitarre hier im Intro. Ja, und man ist mittendrin. Ja, genau. Schön, cool. Ja, ich guck nochmal durch, ob wir irgendwas noch nicht erwähnt haben. Ah ja, es gibt hier noch das Crunch-Piano für die Verses. Das ist nur so eine kleine Spielerei zwischen den Vocals. Ich hatte im zweiten Verse den Eindruck, dass in den Pausen, wo ich nicht singe, so ein bisschen Leere herrschte. Das war mir so ein bisschen zu wenig. Hier zum Beispiel. Da habe ich so ein reverses Piano eingefügt. Weiß nicht, ob du es jetzt gehört hast. Ja, ich habe es gehört. Ja. Genau. Und im zweiten Durchgang, wo dann nochmal eine Pause kommt, da habe ich das Ganze dann in Nicht-Reverse drin liegen. Da spielt es so ein paar Töne. Just need more time. Okay. Das ist ein völlig kaputtes Piano. Ist das ein anderes Piano als das eben? Mhm. Ja, das können wir auch hier sehen. Das ist ein Ravenscroft. Aber mit dieser ganzen Chain hier durch den Wolf gedreht.
Er ist sehr viel Hall drauf. Und dann mit dem J37 hier sehr verzerrt. Das kann man auch nur in der Lautstärke spielen, wenn du den Tonanschlag ein bisschen lauter machst, dann hörst du nur noch, okay. Dann ist alles kaputt. Aber so im leisen Bereich, finde ich, hat das dadurch einen ganz coolen Charakter. Macht so ein bisschen, ja, mystisch fast schon. Ne, hier ist noch ein anderes Teil. Hier ist es. Ich muss selber die Stelle noch suchen. Hier ist es, glaube ich. Ja. Ja. Okay, ganz, ganz groß, hallig. Mhm, genau, sehr schön. Viel Hall drauf. Ja, passt gut in den Track rein. Wir haben noch eine Melodie hier von der Gitarre. Die setzt im zweiten Chorus noch ein, um es ein bisschen größer zu machen. Den wollte ich noch ein bisschen absetzen vom ersten Refrain. Habe ich einmal so Achtel gespielt mit der E-Gitarre. Das ist auch diesmal eine echte E-Gitarre. Das ist eine echte. Das hört man dann auch nachher noch so ein bisschen raus. You still mind the break of life, but you're so on fire. Ja, so Achtel cool, geben ja immer noch so ein bisschen Tempo dazu. Ja, es macht so Bewegungen, gibt dem Ganzen so ein Movement. Ja. Cool, super. Sehr, sehr aufgeräumtes Projekt. Sehr übersichtlich. Ja, so aufgeräumt sieht es halt auch erst am Ende aus. Ne? Also zwischendurch war schon immer viel Chaos drin, aber ja. Gut, und du hattest ja wahrscheinlich auch, als du in das Projekt gewechselt bist, nicht gedacht, dass du noch so viel darin rumschneidest. Ja, sieht man hier auch an den Vocals, ne? Zum Beispiel S-Laute habe ich ganz, ganz viele einfach einzeln ausgeschnitten und runtergezogen, weil die sonst einfach immer, wenn du die mit einem EQ wegmachst, hast du zu wenig Höhen und so, du kennst ja das Problem. Viel, ne? Ja, und bei den Backings so Kleinigkeiten noch angepasst, damit es perfekt synchron ist zur Hauptstimme und sowas. Ja. Ja, cool. Das wäre es, glaube ich, so. Super gut. Unten in der Beschreibung kommt auf jeden Fall der Link zum Song auf Spotify rein. Schenkt dem Ganzen doch nochmal ein paar Ohren und ein paar Klicks. Sehr gerne, ja. Ja, wir melden uns hier eher regelmäßig in dem Talk-Format wieder. Das heißt, wir melden uns auch hier wieder. Schreibt uns drunter, wie euch das mit dem Desk gefallen hat. Ja. Macht das, sehr gerne. Ja, ich glaube, es ist ein cooles Format, oder? Ja. Können wir mal öfter machen. Mir gefällt das gut. Ich fand das sehr interessant. Sehr viel gesehen, sehr viel gelernt. Wirklich unglaublich viel Arbeit dann wieder in den einzelnen Spuren. Ich glaube, zu dem Projekt gibt es ja wahrscheinlich wieder 5 andere Desks noch, die dahinter sind. Genau, genau. Ja, super akribisch, sehr, sehr gut. Mir gefällt es gut und es läuft ja auch schon ein bisschen auf Spotify rauf und runter. Ne? Ist schön. Danke. Schreibt mal in die Beschreibung, was ihr so denkt und ob ihr mehr Videos zu dem Thema haben wollt, zum Production-Thema. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Schreibt es jetzt in die Kommentare und dann sind wir auch raus. Bis dann, macht's gut.